Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Resurrected. Zusammen wieder mit der Diedelmaus. Hallo! Ja, letztes Mal haben wir den fetten Wurm gekillt, um den Horadrimenwürfel zu bekommen. Dass du dich daran noch erinnerst, ey. Alter, das ist anderthalb Wochen oder so, ja, oder zwei Wochen, keine Ahnung. Ja. Da hab ich vor kurzem einen Kommentar bekommen unter dem einen Video von einem Engländer, der die deutschen Wörter auch mal so lustig findet, wie man der gefragt hat, wie Horadric Cube auf Deutsch heißt. Weil er findet die deutschen Wörter so lustig. Ach, die Engländer, die sich über uns lustig machen. So, wir müssen jetzt zum Tempel der Klauenvipern. Genau, ist das die nächste Quest. Wir müssen jetzt, glaube ich, zur Stadt, genau. Vergessene Stadt müssen wir jetzt. Sauerlicherweise hat es natürlich Fernoase. Was? Vergessene Stadt? Fernoase. Ja, ja, okay. Genau, Fernoase, da müssen wir jetzt das nächste, den nächsten Dings finden. Das ist, haben wir eigentlich schon die Hälfte aller Quests fertig? Ich glaube, das ist tatsächlich gar kein so langer Akt, wie ich vermutet hatte. Wobei, ich glaube, das ganze Game ist jetzt nicht unbedingt allzu lang. Das ist ein Champion. Da und die XP. Achso, ich muss Alt drücken. Ja. Grundsätzlich finde ich tatsächlich, dass das Spiel gar nicht so lang geht, muss man sagen. Gerade wenn man zu zweit spielt, ist es gar nicht. Käferkau, guck mal hier mal so dein Lieblingsgegner. Wer? Die wollen dich. Ach, die nervigen. Die wollen dich. Da ist nämlich auch Käferkau. Das ist ein Held. Diese Kombo bitte sind so mächtig. Alter Schwede. Echt nervig, ja. Ja. Na, wir haben das ja theoretisch schon mal gemacht letztes Mal. Oh, Lady, der Schädel ist. Aber leider hat sich ja die Map wieder resettet, was ich total nervig finde. Oh, hier unten aber so ein Stichling Schwarm. Grün. Ja, gar nicht. Aber ich habe mit Mana Tränke, sehr nice. Ja, die bin immer noch am Struggeln. Hab ich die. Oh fuck. Mein Game ist so crashed. Wirklich? Ja. Hab ich auch scheiße. Kein Ding. Kein Ding schon mal. Alles rein. Gut. Mach ich kurz Pause. Tschüss. So. Damit ich nicht reinkommen kann. Die blauen im Inventar. Ja, ja, hab ich schon wieder. Vielen Dank. Oh, das Spiel hat wieder saudunkel, ey. Ja, tatsächlich. Also hier ist es wirklich extrem dunkel. Ich weiß gar nicht, welche Akte ist. Komm, hier geht's. Nee, geht's. Der nächste Akt wird nicht besser, der ist auch dunkel. Cool. Der vierte ist ein. Das ist, Diablo ist tatsächlich extrem düster, muss ich sagen. Oh. Was? Welcher Dings sehr hell ist, finde ich, ist tatsächlich der fünfte. Der ist erstaunlich hell. Mit Diablo-Style. Mit diesen grünen Stichlinge von da ist. Normal, aber original sind die, schwarz. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Hier geht's nur wieder zurück, wo ich gerade lang laufe, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, geht zurück. Und verdorrte Oase zurück. Ich brauche Mana. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ist echt so dunkel. Kann man das Gamma-Ding nicht hochstellen? Nicht genug Mana. Alles egal. Nee, ich find's dumm. Kontrast. Schattenverlauf. Muss ja hier sein. Aktivierungsverwirrt. Helligkeit hier kalibrieren. Heller, ja. Ah, schon besser. Muss ich dann später wahrscheinlich in Akt 5 wieder zurückstellen, sonst wäre ich einfach geblendet. Nee. Schön, dass mir Augen verbrannt, ey. Das kann passieren. Ja, bei mir hat nur der Drechsel irgendwie Kommentar geschrieben. Boshafte. Echt? Was hat er geschrieben? Dass du Dark Effect oder was? Nein, dass ich das Spiel nicht kapiere und so lang brauche. Ey, ist doch völlig in Ordnung, was du da machst. Ja, naja. Was? Ich habe 4 Folgen gebracht, bis ich es erstmal hier Umschalt gedrückt habe. Es ist halt kacke, wenn man jemanden spielt, der es halt schon kennt, ne?
Ich verstehe das. Ja, was heißt, es hat gar nicht damit zu tun, es hat hauptsächlich doch, mit dir zu tun. Das ist nervig. Ja, ich weiß. Also ich weiß, dass ich ein cooler Typ bin und dass du immer extrem eingeschüchtert bist. Dafür kann ich halt wirklich nichts, ne? Ich kann nicht. Aber es kommt auch darauf an, dass du einfach wirklich einfach dumm bist. Da ist, ich hab wieder keine Pfeile. Ey, warum geht's jetzt so hoch? Das weh. Hier geht's lang. Ich hab's gefunden. Ich seh, glaube ich, gar nicht, wo du bist. Links. Links. Ah ja, okay. Ach, das hier war das Wurmloch. Ah, die Map ist auch wieder zufallsgeneriert, oder? War doch letztes Mal wander. Die ist immer. Jedes Mal, bei jedem Starten. Ja, es gibt niemals, die Maps sind immer gleich. Also wenn du Bock hast, können wir zu den alten Tunnels gehen, dann ist es noch optional dann. Scheiße. Hab Portal aufgemacht. Hast du? Ja, ein bisschen weiter weg von den Gegnern. Natürlich wieder vergessen, wo die hier in der Map aufgehen. Rechts, Mitte. In der Stadt. Ganz rechts. Aua. Boah, die Springer sind mega heftig. Holy shit. Ah ja, hier. Komm her, damit du XP auch noch sharest. Vorsicht. Rechts liegt deine Leiche. Rechts. Weiter rechts, hier. Ich glaube, dass wir dann auf der Map ist. Achso, du hast ja eine Map nicht immer offen, ne? Nö. Hier unter den Tränken liegt deine Leiche. Ja, hab schon. Ja, lass mal einfach hier reingehen in die alten Tunnel. Okay, da wollen wir rein. Ja, mach mal. Dann die Olga. Ich weiß zwar nicht, was es hier gibt. XP auf jeden Fall. Ich bin überladen. Ja, ich weiß nicht, ich bin noch am struggeln, ob ich auf Blitz umskille. Das bist du seit Anfang an, oder nicht? Ja, tatsächlich. Also Feuerball war halt super am Anfang. Aber wenn ich mir so überlege, okay, du hast halt die Möglichkeit, einen Kettenblitz rauszuhauen, der Kettenblitz greift einfach automatisch alle an, das ist natürlich besser, ne? Wenn der Kettenblitz auf alle überspringt und ich nicht alle einzeln anklicken muss. Na, ja, klingt praktisch. Neue Fertigkeit, ich nehme immer nur eine her. Oh, ich habe jetzt einen guten Mana-Tank gestoppt. Ja, und das Coole ist halt, ich kann mich halt teleporten mit Blitz. Das heißt, ich kann die einfach immer weg, immer abhauen. Und ich lasse dich einfach mal alleine. Ich hab mir jetzt auch einen Torchlight 1 gekauft. Ah ja, okay. Ich weiß, ob es immer noch im Sale ist. Für 2,99 €. Konnte ich glaube, es könnte sogar sein, dass ich das noch irgendwo hab. Ich weiß aber nicht, bei mir immer so eine Sache. Aber ich glaube, dass ich alleine spielen. Denke ich. Also es hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber es hat was mit dir zu tun. Passt schon. Aber ich habe extrem... Ich habe extrem viele andere Spiele, die eigentlich ganz interessant auch sind, die leider alle Koop, also viel Koop-Elemente haben. Aber hat nichts mit mir zu tun, du willst nur nicht mit mir spielen. Genau, ich sag dir, yo, Alter, ich hab mega die Co-op Games und ich freue mich total drauf, zu spielen im Singleplayer. Nee, tatsächlich, könnten wir die vielleicht zusammenzocken, mal gucken. Das eine ist ein Horror-Game, das werde ich wahrscheinlich nicht mal anspielen. Ich schisse. Ja, warum? Sind wir durch? Ich mag keine Horror-Games. Kannst du mal aufhören, mir ständig meine Elixiere, meine Ringe wegzunehmen, du Schuft? Ich sammle zu viele Mana-Träger auf. Ah, hier ist die Kiste. Die Loot-Kiste. Falle! Okay, hab ich auch getroffen. Ich kann es halt so stärker haben, der Riesenzauber. Ist leider wieder drei Felder. Ne, ich habe schon so viele.
Okay. Wenn der auch nur plus 3 bringt. Ich hab's dir gönnen wollen. Ist aber nett von dir, ist alles hier, oder? Ja, ja. Aber Torchlight 1 sieht halt wirklich extrem alt aus, ne? Das Game ist wahrscheinlich echt uralt. Das ist aber, es wohl. Aber es ist halt ein geiles Hack and Slay, ne? Genau, also Torchlight 32 ist glaube ich auch gerade im Sale. Ich weiß gar nicht welche. Ich hab irgendwann hab ich. Also ich glaube es ist 2, ja. Keine Ahnung. Ich vergift mir. Holy shit. Ich kann nicht noch mehr zahlen. Du wolltest den Kettenpanzer aufnehmen. Ja. Wow. Noch ein großer Zauber. Oh, der hat sogar nur 2 Felder. Aber die haben wohl auch extrem viele gespielt. Also, hier geht's weiter. Guck mal hier. Wird jetzt nicht noch dunkler? Ach nee, das war die Dunkelheit schon. Da oben? Wo bist du denn Blitz wieder hin? Da muss lang schnell. Tal der Schlangen. Guten Tag. Ja. Ich weiß nicht, ob du eine Schlangenphobie hast. Nö. Ja, aber es muss auch was wegen extrem stark liefern. Wie er das gelbe Kristall schützt, nehmen möchte, aber keinen Platz mehr hat. Ja, mein ganzes Inventar ist super voll, ey. Ich hab auch nur Tränke dabei die ganze Zeit. Ich muss erstmal mal Tränke. Ja, ich auch. Ich einfach mal reinspammen hier. Die ganzen Zauber. Ah, der ist irgendwann noch so ein hässlicher Beschwörer, rein, ich sag. Ich hasse es, wenn die alle wiederbeleben. Ja. Das ist ein Tempel-Account, wie man gefällt mir. Das ist ein cooler Dungeon, finde ich. Ich kann nicht mehr Tränke ich habe. So, wo geht's denn weiter? Warte, ich glaube hier erstmal lang. Ah, ja, okay. Und dann, dass es hier lang geht. Ja? Ich glaube fast, ja. Bam, bam! Weg mit dir, du hässlicher Rektor! So, aber Mana-Tränke noch, die wir schon mitnehmen. Ich bin gerade verwirrt. Ups. Wieso? Ja, hast du die Mana-Tränke mitgenommen? Okay. Wieso bist du verwirrt? Was ist los? Ich habe gerade lauter Sachen aufgehoben, aber ich weiß nicht wohin. Du hast noch so einen Würfel. Mach mal jetzt hier auf den Würfel. Na, da sind sie nicht drin. Das war meine erste Idee. Dann hast du sie im Gürtel reingepackt, die Tränke. Die werden automatisch da reingepackt, wenn Platz ist. Nein, Pfeile zum Beispiel. Ja, dann hat er, wenn der andere Köcher leer war, dann hat er die automatisch da reingepackt. Ach so. Ich war gerade maßlos verwirrt. Ja, ich meine, das ist jetzt das erste Mal. Und euch das letzte Mal. Aber ich verzeih dir. Hier geht's auch nicht lang. Tja, nicht. Na, verdammt. Oh, bin ich ja gesch. Scheiß Türen, die sind so schwer zu treffen.
Ich will dich auch einschließen die ganze Zeit. Aber leider, ich kann die Tür nicht mal anklicken. Ich sehe sie nicht mal. Ach, hast du schon erkundet wahrscheinlich. Geh weg, du dumme Kuh. Ja, ist ja okay, dann gehe ich halt jetzt offline. Nicht genug Mana. Ja, lucky, dass wir nicht wirklich einen Tank haben. Ups. Jetzt so ein Kettenblitz wäre schon echt cool, aber nämlich auch die Gegner da hinten. Aber. Ich hab's tatsächlich noch nie probiert. Bei Akara meine Setzen und ich glaube, das geht normalerweise gar nicht. Keine Ahnung. Mir fragst du eindeutig den Falschen. Ich hab dich ja nicht gefragt. Ja, seit wann rede ich mit dir? Das finde ich schon lustig. Ich hab wieder ein Level up und du? Weiß gar nicht, ich hab vergessen, warum das. Ach, hier, ich hab man's. Ich bin 19. Das war nicht meine Frage gewesen. Das war nicht meine Aussage. Ja, ich war. Hätte sein können, dass du jetzt Level 19 bist. Ich bin schon Level 19, ich bin gleich Level 20. Ich habe ja gesagt, ich habe gleich ein Level ab. Ach, gleich? Du hattest schon eins. Ach so, nee. Ah, habe ich dich falsch verstanden. Jetzt habe ich eins. Schön. Ich bin Level 20. Ja, nur 19, also der ist nur selbst in 19. Bam, 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 bam. Ah, die Bosse geben so schön viel XP. Ja. Ich geh immer noch dauernd daneben, ey. Mann, 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 Mann. Tja, ich hätte lieber gerne einen Mitspieler, der. Naja, da vergiss es. Der nächste gesagt. Schnauze. Du hast mich gefragt. Was? Hab ich? Ja. Sicher? Ich hätte das Spiel nie gekauft. Du hast sogar Geld bezahlt? Okay, das ist langsam echt gemein, ey. Ja. Da geht's endlich runter. Meine Güte, jetzt haben wir echt das ganze Ding erkundet, ja. Muss aufpassen, ne? Geh mal vor. Selbst den scheiß Wächter nicht. Ab jetzt. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Kannst du mir hier deine Oma aus dem Sarkophag in der Mitte entlassen? Meine Oma. Ja. Wollte er sich beide Vipern-Amulette nehmen? Schuft! Jetzt mal zurück. Ach, war's das schon? Schon. Schon? Ja, schon. Was ist das für ein Drohgrad? Wo war die Olle, die mir Sachen abkauft? Mitte. Guten Tag. Möchtest du diesen gelben Ring haben? Ich glaube, der ist was Besseres für dich. Ich leg ihn immer auf den Boden. Na ja, damit.
Fiepern-Amulett! Sagst du auch mal Fiepern? Hä? Nein, Wiepern. Red mal mit Deckard Cain. Das Fiepern-Amulett, ja, das ihr was tragt, Fiepern ist in Wahrheit die Spitze eines Fiepern-Amulett. Ja, ihr besitzt eine wunderbare Gabe, seltene und kostbare Artefakte zu finden. Natürlich, ich habe mit Fürst Jerin gesprochen und spüre, dass etwas ihn mehr und mehr in Aufregung... Das ist mein Game einfach nur buggy, dass ich kein Inventar mehr und so weiter aufrufen kann. Plus 3 zu schauen, sagen sie, einigungswert. Naja, der ist gut. Vielleicht auch, sonst hätte es sich nicht gegeben. Ich gebe doch keinen Schmutz. 10 zu Leben, 10 zu Mana und mehr Giftwiderstand. Müssen wir das Vipern-Amulett noch abgeben, oder ist das... Ja, das kannst du nicht behalten. Okay, dann... Da brauchst du gar nicht mit rechnen, das müssen wir gleich wegmachen. Ja, dann behalte ich nämlich mein anderes. Ja. Das ist leider nichts, was wir behalten dürfen. Verkauft denn Tränke von denen? Ich hab's schon wieder vergessen. Lysander, der in der Mitte links. Ah ja. Links von der anderen Händlerin. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? 3 zu Kettenblitz. Oh, 150.000. Huch. Oh, ist ja aber auch geil. 3 zu Kettenblitz. 2 zu Kettenblitz. Was 3 zu Kettenblitz? Eine Waffe gibt mir 3 Skillpunkte zu Kettenblitz dazu. Achso, das klingt gut. Aber leider habe ich noch keinen Kettenblitz. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Noch habe ich Feuerball. Na, ah, ich bin immer so geizig. Na, wenn wir jetzt in Questlog stehen, sagt uns die zweite Quest der Horadrim-Stab. Wir sollen... den Würfel benutzen. Den Würfel mit dem Königsstab, den Vipern-Amulett mit dem Königsstab und dann verwandeln. Haben wir den Königsstab? Ja, den haben wir in dem... Wollen wir nicht bekommen? Ach, den haben wir drin? Bei dem Wurm bekommen haben. Wie benutze ich die? Ups. Du packst beide Gegenstände rein, die du haben möchtest und drückst auf den Knopf. Ach, in den Würfel? Ah. Ja. Unmöglich. Wo sonst denn, du Holzkopf? Ey, die Hälfte meines Inventars ist einfach voll mit Zaubern. Ah, verwandeln in Horadrim-Stab. Geil, oder? Mhm. Und mit dem Stab, mit dem Würfel kann man noch viel mehr machen, aber... Zum Beispiel 3 von diesen Edelsteinen gleicher Art und gleicher Natur kannst du kombinieren, um einen höherwertigen Edelstein zu bekommen. Das hast du mir letzte Woche schon gesagt. Letzte Woche? War schon vor 2 Wochen. Ja, alles das Gleiche. Weißt du, du kannst dir nicht merken, was wir gemacht haben, aber sowas kannst du dir merken, ja? So was komplett Neues. Klar, bin nicht dumm. Das sehe ich anders. Ausgezeichnet. Also, was habe ich eigentlich noch für Stiefel? Ich muss so einem... Nehmt ihn mit in Tal Raschas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren Boden mit dem Kreis der 7 Symbole geschmückt ist. Ja, gut. Ist auch nicht steckt besser. Den Stab in die Öffnung, die ihr dort findet. Das wird alles den geheimen Durchgang zu Tal Raschas öffnen. Aber bereitet euch auf einen Kampf vor. 82 Defense, wahrscheinlich krass. Müsst ihr Tal Rasha besiegen, um Baal zu vernichten. Hey, ich hab gehört, ich soll meinen Stab irgendwo reinstecken. Mehr ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Was wir machen sollen. Ich glaube, das reicht auch. Stab reinstecken irgendwo in ein Loch ist, glaube ich, die perfekte Beschreibung für die Quest. Dann können wir schon in den Palast? Nein, oder? Dafür müssen wir erst Tal Rasha besiegen. Ne, wir müssen tatsächlich jetzt geheime Zuflucht. Das ist die vierte Quest. Sucht im Palast nach der geheimen Zuflucht. Auf geht's zum Palast. Wir müssen mit Jerin quatschen. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens. Bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhalten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden.
Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen aus der Spalte in den Palast. Schließlich heuerte ich Grietz und seine Söldner an, damit sie mir helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Drognan glaubt, dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt, da Lut-Golain auf einer alten Festung der Visirei erbaut wurde. Mein Palast steht euch jetzt... Oh, schick. Oh, bist du schon drin? Bin immer drin. Alles klar, dann geht's jetzt zum Harem, also im Prinzip dein Wohnzimmer. Mhm. Genau, und der Eingang zum nächsten ist immer auf der entgegengesetzten Seite. Das heißt, jetzt ganz links müssen wir sein, dann müsste der Harem auf Ebene 3 sein. Oh, du Scheiße. Bitte, bitte, du stirbst. Hat nicht viel gefehlt, oder? Nicht, ne. Boah, die Alter. Oh, diese scheiß Eiszauber. Ja, Frost ist super nervig. Oder ist das nicht. Ich glaube nicht der entgegengesetzte, sondern hier oben müsste der nächste sein. Nee, ja. Doch, Palastkeller 1. Los geht's. Nicht mehr so schön. Schade. Arm gefällt mir doch besser. Aber hier sind keine Frostzauber scheinbar. Das gefällt mir wiederum besser. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ah, herrlich, wenn du was aufnehmen möchtest, du hast keinen Platz. Ich hab nie Platz. Total ätzend. Ja, warum nicht? Oh. Ja, zack, also wäre das nichts wert, der 3 zack. Hier, Palastkeller 2. Jack, dies! Komm mal nach oben. In Richtung Norden. Ja. Ah, du brauchst Platz! Ah, ich hätte mich so weggefeixt, wenn du es aufgenommen hättest und wieder kein Platz. Nein, warum? Was bringt mir da eh nix? Ja, ist für Totenbeschwörer nur. Kannst du höchstens verkaufen, ist aber glaube ich nicht so viel wert, hat keine Skills. Ist egal, ich verkaufen. Wie kann ich euch helfen? Komm runter in den Palastkeller 2. Ah, bin ja schon da. Komm her zu mir. Komm her schon. Henna. Jetzt. Also wir kriegen bestimmt nicht ganz die Fresse, dafür dass ich die ganzen Gegner nicht kenne. Aber naja. So soll es sein. Willst du wieder bei 30 Minuten cutten oder willst du jetzt umschauen? Nee, lass 30 Minuten machen. Okay, Herren. Ehrlich gesagt. Hier müssen wir hin. Sicher. Okay. Wir müssen aber irgendwo, warte mal, noch nicht reingehen. Hier müssen irgendwo noch ein. Ah, da ist er. Feuerauge, so heißt der Typ. Kannst du mich bitte rauslassen? Ich bin's nicht, jetzt block dich. Weil ich weiß, kann ich dich gar nicht blocken. Alter, hau dich ab, du Feigling! Das für eine feige Sau, ey. Ist so. Alter. Du Drecksack. Ach, Tür ist zu, kommst du raus, du Lappen. Aua. Nein, ich kämpf nicht mehr. Ich kämpf nicht gegen solche Plebs.
So, dann machen wir jetzt einfach einen Cut, oder? Jetzt? Jo, mach mal. Alles klar, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Diablo 2 Resurrected. Dann in der geheimen Zuflucht. Resurrected. Ciao, ciao. Tschüssi.